Grüßt euch, hier ist Vyacheslav Seewald. Heute, am 15.02.2015, bin ich schon wieder vor dem Reichstag hier. Stehe mit zwei Fahnen für zwei Länder, Deutschland und Russland, gemeinsam in einem Bündnis, Gerusia, vereint. Mögen ab dem heutigen Tag die Waffen stillstehen und schweigen, damit mehr Frieden und Liebe auf der Erde wieder stattfindet. Eva, meine Ximie тоже. Willst du mir helfen? Ja. Komm mit dir auf meine Seite. Als erste Gleichgesinnte. Hier. Ja. Und seit wann kennst du mich? Seit März. Sag's laut. Seit März 2014. Kennst du mich, ja? Ja. Und das ist jetzt fast ein Jahr, weil heute ist der 15. Februar, fast ein Jahr. Wie gesagt, es ist noch zwei Wochen und dann ist es. Hat sich dein Leben irgendwie geändert, seitdem du mich kennst? jetzt zum Positiven oder Negativen? Zum Positiven. Ja, was ist denn so alles passiert an den Kenntnissen oder Erfahrungen, was du in dem Jahr gesammelt hast, wo du überhaupt mich kennst? Ja, ich weiß nicht, irgendwie alles so. Alles? Ja. Ja. Gefällt das dir? Ja. Oder hast du dir gefallen? Anstrengend. Inwiefern? Anstrengend und wichtig und gut, ja. Würdest du es auch anderen empfehlen, auch so mal diese Erfahrungen zu machen? Auf jeden Fall, ja. Ja? Ja. Glaubst du, dass sich auch dann in ihrem Leben was bessern würde, wenn die mehr auf mich hören würden? Ja, aber sie müssen dann auch selber was machen. Ja, freilich, das ist dann die Konsequenz daraus, dass die nicht nur hören, sondern auch was machen. Ja. Und Eva, du weißt ja, für was ich mich auch engagiere, auch ja mehr oder weniger, ja, dass ich zum Beispiel mich eintrete für ein, ich sage dazu, dass es ein deutsch-russisches Bündnis geben sollte. Ja. Was denkst du darüber? Siehst du es auch so oder findest du es wichtig, dass es überhaupt wird? Ja, das finde ich ganz wichtig. Das Wichtigste im Moment auf der Welt. Echt? Ja. Warum das Wichtigste? Damit Frieden auf die Welt kommen kann. Super. So ist es. Frieden. Ja. Glaubst du, dass viele Menschen den Frieden wirklich wünschen? Hier, Nukolas, im Fall. Ich würde sagen, alle Menschen, die hier jetzt sind, wollen den Frieden. Siehst du, wie zum Beispiel diese Asiaten, ja, auch Peace. Ja, auch, ja. Unbedingt. Also vielen. Und dann denkst du auch, ja, dass, du hast ja gesagt, dass es, aber die Medien erzählen ja eine andere Sache, ja, dass angeblich überall Krieg ist und Stress und so weiter. Ja, weil die Menschen nichts wissen. Sie wissen nicht, was im Hintergrund läuft. Und du erzählst uns das und das ist so wertvoll und wichtig. Und deswegen, ja, müssen wir das mal machen. Und schön, Eva, du unterstützt mich auch. Ich rufe die ganze Zeit die Menschen, auch mich, auch wenn die können, natürlich auch finanziell zu unterstützen. Ja, klar. Weil Geld ist, Arbeit muss ja bezahlt werden und in dem Sinne und die ganze Arbeit, ob es von den Menschen, ob es fotografieren, aufnehmen, solche Fahnen machen und so weiter. Es ist ja wichtig auch, ja, um das Ganze bezahlen zu können. Und das ist das, was viele Menschen auch nicht verstehen, irgendwie, dass sie denken, ah, irgendjemand anderes würde schon machen und so weiter. Schau, mich würde mal interessieren, weil du hast mich die Idee, weil ich möchte sagen, ist eine der wenigen Unterstützerinnen, die mit ihrer Arbeit auch meine Arbeit ermöglicht. In dem Falle, dass die, durch sie kommt ein Teil von finanzieller Energie auch zu mir. Und die hat es ungefähr schon... Egal, ich sag's dir so, jeder Euro, der zu Eva kam, sage ich das so, möge es tausendfach zu dir zurückkehren, also zu ihr. Oh ja. Dann sind wir reich und können die Welt verändern. Ja. Ist doch wundervoll, oder? Ja. Das ist, und deswegen sage ich ja auch, alle Menschen, die auch mitverändern wollen, die Welt, wisst ganz einfach Bescheid, dass je mehr Geld ihr auch teilt für gute Sachen, spendet, auch ein Zehntel zum Beispiel von eurem Lohn, ja, also einfach weiterleiten, um gute Projekte oder Menschen zu unterstützen, dann bin ich mir sicher auch, dass das mehr auch zu dir zurückkehren wird als Energie. Ja. Und das, was du gibst, das bekommst du mehr zurück meistens. Ja, zurück. Und Eva, mich würde interessieren, sag es einfach an anderen Menschen, warum hast du bisher überhaupt mehr Geld überwiesen? Und was war so deine Motivation? Ich will eine andere Welt, unbedingt. Weil in dieser Welt ist das Einzige, wofür wir alle streben, Geld. Und das ist eine Sackgasse. Die Menschen laufen nur noch wie leere Hüllen rum, gefüllt mit ihren Geldern, die zu nichts nütze sind.
zu gar nichts nütze. Und wenn wir ein erfülltes Leben haben wollen, eine glückliche Menschen, dann können wir dieses Geld jetzt benutzen, um so eine Welt aufzubauen. So, sonst kann man es nicht wirklich gebrauchen. Ja doch, auch zu anderen vielen schönen Sachen. Aber natürlich eine neue und bessere Welt aufzubauen, das ist eine edle Motivation, für was auch Geld auch als Energie mit Sicherheit auch dazu steht, ja, und auch sich auch eingesetzt werden will auch für gute Projekte. Ja. Und jeder, der in Deutschland und allgemein in der Welt sich für eine gute und bessere Welt engagieren möchte, wo die Liebe uns vereint, sage ich dazu, folge bitte mir in dem, was ich tue, was ich sage und was ich hier für Projekte auch mit initiiere und mit anstoße und auch mitmache und mir in die Wege leite. Sei es jetzt zum Beispiel die deutsche Fahne in der Petition, was wir machen, richtig zu stellen, ja, dass hier das Gold oben ist, rot in der Mitte und schwarz unten für die Erde. Sei es in solchen Projekten. Und Eva ist dann die Erste, wie ich dann schon sage, und frage Eva, wünschst du auch gerne, dass die deutsche Fahne so rumhängt, also so richtig, wo schwarz unten ist, Gold, rot in der Mitte und Gold oben? Ja. Findest du auch, dass, ja, dass auch hier im Reichstag sich die Lage ändern sollte, dass wir wieder souverän werden? Wie ist das wichtig? Unbedingt. Ja? Warum ist dir das wichtig? Dass wir endlich mal wieder was Gutes für uns entscheiden können in diesem Land. Mhm. Und nicht immer nur geplündert werden. Glaubst du, dass wir es schaffen können? Ja. Ja? Mhm. Du hast so eine richtige Überzeugung, das ist auch gut. Cool. Ja. Warum hast du die denn so, dass du so richtig überzeugt bist? Ja, weil ich einfach weiß, weil ich mit vielen Menschen spreche und ich einfach weiß, dass viele Menschen sich nur deswegen nicht richtig kümmern, weil sie keine Ahnung haben, was hier passiert. Und wenn, sobald die das schnallen, werden die ganz ruhig und ja, die verändern sich. Und ich glaube, wenn wir mehr darüber reden und ja, so wie du das machst, dann das wird sich verändern. Ja. Ich sag's da auch zu den Menschen, dass die Sonne scheint ja irgendwo, was sage ich ja immer wieder, egal bei welchem Wetter scheint die Sonne. Vor kurzem, vor einer Woche, schien hier überhaupt nicht die Sonne, hier war finster, alles dunkel, wo wir am 7. Jahr... Die Deutschlandfahne ist verkehrt, schwarz muss doch nach oben, nicht nein, genau umgekehrt, das ist richtig. Ach so, wir haben gerade darüber gesprochen, dass das die richtige Fahne ist. Und schau, das ist der nächste, der auch jetzt davon weiß, dass irgendwann mal wird die Fahne auch im Reichstag und in anderen Gebäuden so richtig rumhängen, wo schwarz unten sein wird, rot in der Mitte und gold oben. Für die goldene Zukunft auch Deutschland mit Russland aufsteigen wird. Auch, und wie die Eva das wünscht, auch, dass es ein deutsch-russisches Bündnis gibt, wie ich, Vyacheslav Zevel. Also dann sind sie schon zu sein. Hier Vater und Mutter sozusagen, jetzt bildlich gesprochen, würden sich vereinen. Das wäre die beste Hochzeit für alle Menschen auch auf der Erde. Ja. Und alle Menschen, die auch das wissen, engagieren sich auch, ja Eva, dass ja. Du... Also ich engagiere mich auf jeden Fall. Dann bist du auch der Meinung, dass wir, wenn nicht wir, uns eine Zukunft gestalten sollen? Ja. Und ich, auch die Frau da drüben, rufe ich auch dazu auf. Würdest du dich gerne auch für eine bessere und gerechtere Welt engagieren? Ja, auf jeden Fall nicht mit Amerika zusammen. Nicht Amerika, ja, aber mit Russland, oder? Der Spruch da, der ist schon mal falsch. Da sollte stehen, der Weltwirtschaft, nicht dem deutschen. Wie? Ja. Nochmal? Der Weltwirtschaft. Ah, der Weltwirtschaft. Ah, bisher war es natürlich so gewesen, ja, dass die Interessenvertreter waren von der Wirtschaft. Genau. Aber das ist wichtig, dass die Interessen werden von Menschen. Ja. Eben. Deshalb stimmt das schon. Ja. So, und deswegen sage ich dazu, nur wir können es gestalten und lasst uns gemeinsam auch die Rechtslage auch in BRD ändern und andere Gesetze und auch Vorschriften und sonstiges machen, hier wir Menschen vereint und ich sage auch, folgt mir, abonniert mich, wo ihr könnt, verteilt bitte diese Informationen auch, die wir jetzt auch erzählen und so weiter, damit möglichst viele Menschen davon erfahren und wir noch schneller eine bessere und gerechtere Welt erleben, auch in Deutschland und auf der gesamten Welt. Eva, ich danke dir für alles. Ich, ja, euch.